böse, könnte man sagen, es war so ein bisschen prägend für meine Karriere. Es hat nie für ganz oben gelangt und dann spiele ich in der Landesliga und schieße quasi ein Tor des Monats, ist aber nicht Tor des Monats geworden. Wozu überhaupt nominiert? Das müsste man mal nachprüfen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ja, erstes Spiel VfL 93 in der Landesliga. Ich habe tatsächlich das schönste Tor meiner Karriere geschossen mit dem Fallrückzieher. Das war sehr lustig. Böse könnte man sagen, es war so ein bisschen prägend für meine Karriere. Es hat nie für ganz oben gelangt und dann spiele ich in der Landesliga und schieße quasi ein Tor des Monats. Ist aber nicht Tor des Monats geworden. Wozu überhaupt nominiert? Das müsste man mal nachprüfen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Der FC St. Pauli bedeutet mir immer noch sehr viel. Ich bin leider nicht mehr so häufig im Stadion, weil ich es meistens aus zeitlichen Gründen nicht schaffe. Nichtsdestotrotz verfolge ich alles, verfolge die Geschehnisse, fieber natürlich auch mit, habe auch noch Kontakt zu einigen Spielern regelmäßig und dementsprechend bin ich natürlich noch dabei. Also mein Job im Prinzip ist mein Laden zurzeit, klar. Also das ist das, was ich hauptberuflich mache. Das ist das, was ich auch noch weitermachen möchte. Es ist aber eine komplett andere Erfahrung als das Fußballspielen, das muss man auch ganz klar sagen. Die Herausforderung macht Spaß, aber es gibt auch Tage, wo man sagt, alter Schwede, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Aber so ist das nun mal und das habe ich in den letzten 4 Jahren gelernt und auch das, wenn ich daran keinen Spaß hätte, dann würde ich es nicht mehr weitermachen. Ja, die Band heißt Montreal, das sind Jungs aus Berlin, mit denen ich auch jetzt vor Weihnachten war ich auch wieder in Hamburg hier auf deren Konzert, habe die Jungs getroffen, habe ein sehr cooles Verhältnis zu denen, sehr freundschaftlich. Man sieht sich nicht häufig, aber wenn man sich sieht, ist es so, als wenn man nie irgendwie auseinander gewesen wäre. Da hatte ich auch immer mal Bock drauf, so eine Band mal zu begleiten auf einer Tour. Ja, und das habe ich dann so 4-5 Tage gemacht, sind dann halt in verschiedensten Städten gewesen, Dresden, Köln, Berlin und in Hamburg natürlich auch. Ja, und das war halt eine überragende Erfahrung. Also klar habe ich auch mal eine Box geschleppt, aber ich musste jetzt nicht so viel arbeiten. Ja, grundsätzlich hat der Fußball und natürlich dementsprechend auch SC Viktoria bei dem Verein, wo ich jetzt spiele, immer noch einen sehr hohen Stellenwert, sonst würde ich es nicht mehr machen. Ich glaube, wie gesagt, ich bin jetzt 39. Es macht mir einfach noch zu viel Spaß, um aufzuhören. Aber ich weiß auch und das merke ich natürlich auch, dass der Körper irgendwann mal sagt, okay, Ebbe, fahr mal einen Gang zurück, mach mal ein bisschen ruhiger. Aber ich möchte dem Team natürlich dabei auch helfen, indem ich halt auch meine Erfahrungen einbringe, die ich habe. Ich glaube, die ein, zwei interessante, gute Gespräche habe ich mit manchen Spielern schon geführt und ich hoffe natürlich, dass sie davon auch so ein bisschen partizipieren und da was mitnehmen. Naja, und dann wird man sehen, wie die Saison verläuft und wie es dann im nächsten Jahr aussieht, muss man sowieso mal sehen.